Ja, dann, Freunde, gehen wir wohl wieder in die Eiersuche. Können wir auch gleich resetten. Frech? Warum frech? Ich kann ja nichts dafür. Ich wünschte ja, es wäre anders. Natural Cure. Ja, das ist wahrscheinlich Pi oder so. Alle paar Minuten ist Ostern in diesem Stream. Das ist halt leider wirklich so. Ja, ich muss halt sagen, es ist halt. Also vor allem Elekid dürfen wir halt auch einfach nicht verlieren, muss man sagen, ne? Weil der, das war halt das Statikmon auch. I guess wir, also ich sage euch ehrlich, wenn wir Lombrero haben, werden wir ab jetzt einfach immer die Counter-Strat durchziehen. Ist mir scheißegal. Im Endeffekt stimmt die Argumentation schon, dass wir jetzt hier nicht den Crit riskieren mussten. Aber mit Elekid haben wir ihn auch halt gerade wieder riskieren müssen. Also hätten wir auch gleich auf die Counter-Strat gehen können. Und dann wäre Elekid da auch nicht gestorben. Also war leider dumm. Poison Point? Welches Gift-Pokémon kann ich denn da rausziehen? Hä? Nee, Nidoran. Ach ja, Knospi. Ich war gerade so, es gibt doch kein Baby-Gift-Pokémon. Aber ja, stimmt, Knospi. Ach man. Okay, das hat Static, das passt. Das ist entweder Pichu oder Elekid, das reicht mir. Ich wäre einfach nur mein Staticmon. Also Elekid wäre mir natürlich lieber. Boah, auch wenn die Defaults schon wieder echt Grütze sind von dem Mon. Warum schaue ich mir eigentlich nicht wieder erst in den Counter an, nicht Dümpel? Kriegen natürlich das Pichu, schade. Ach man. Ich will doch einfach nur mal wieder einen Run spielen können. Es ist halt immer so crazy, wie wenig Runs man am Ende jetzt doch wieder spielt. Okay. Den seltenen Moment, dass ich auch mal wieder ein Ferroseed zu Gesicht bekomme. Alola, vielen Dank für den Prime. Kuss geht raus an dich. Vielen Dank für den Support. Und viel Spaß mit den E-Mails. Gucken wir mal. Vielleicht holen wir ja auch schon Cash the Dür ein bisschen was raus. Was haben wir denn auf unserem Castadur? Ach du Scheiße. Ey, ich schon wieder hier. Null Dev-DVs in Dev auch sehen und so. Oh Gott. Ja. Alter, ich hasse diese Ratte einfach noch. Jedes Mal, wirklich, jedes Mal, wenn wir diese Ratte ziehen, haben wir Pech. Es ist halt wirklich Fakt. Sobald die Ratte in dem Run ist, habe ich Pech. Also, oder massives Pech. Ach ja, Early Game. Ich hätte also nie in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich das Early Game von Gen 5 nochmal im Gegensatz zu Redux so häufig sehen werde, ne? Aber das ist ja. Das ist ja schon wieder eine Krux. Ja, es gibt WhatsApp, aber ich bin ehrlich, ich will WhatsApp gar nicht. Da nehme ich die Ratte tatsächlich lieber. Aus der hole ich mehr raus. Will irgendjemand das Ding einfach irgendwie. Irgendwie betaufen. Irgendeinen Namen. Sonst machen wir einfach wieder Bibi draus. Wird das jetzt Bibi? Und dann gucken wir mal, wer Tina wird. Wütende Flohbert-Geräusche ist okay für mich. Der darf gerne ein paar wütende Flohbert-Geräusche von sich geben. Bis Arti nur tatsächlich, was eigentlich echt schwach ist. Also das triggert mich halt schon enorm, dass wir im Endeffekt halt. Deshalb weiß ich auch gar nicht. Also ich hätte gern da ein cooles geschnittenes Video hier draus gemacht. Aber ich sag ehrlich, wenn wir hier nur bis Arti kommen, fühle ich mich auch ein bisschen kacke daraus ein Video zu machen. Wie ich einmal nur bis Arti gekommen bin und dann aber noch bei Arti verkackt habe und einen fetten Missplay rausgehauen habe. Deshalb. Ja, schwierig, ne?
Sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Nee, stopp. How to fail. Ja, also es ist ja nicht mal schlimm, wenn das Video nicht. Also, ich habe auch letztens von. Boah, wie heißt der? Ich habe gerade die ganze Zeit nur Moxie Boosted im Kopf, aber den meine ich nicht. Ich guck mal kurz in meine Abo-Box, dann kann ich euch sagen, wie ich meine. Ist auch so jemand, der Nuzlocke hochlädt, halt sehr viele. Nein, nicht Captain Kid. Auch nicht Moxie. Wo ist er denn? Wacko, so heißt der. Von Wacko geguckt und da ist er im Parallel Emerald, hat er das auch nur, ich glaube, bis Orden 5, 6 oder so geschafft. Und hat halt daraus ein Video gemacht und das fand ich trotzdem nice, aber Orden 2 finde ich schon schwierig. Finde ich schon schwierig. Und hallo, Nightshadow, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Ja, wirklich Snacksui, halt wirklich. Das wäre ja dann. Das wäre im Endeffekt die Prämisse, unter dem ich das Ding hier hochlade. Das ist halt so El Problematico. Hab heute auch gesagt zu Karim, dass beim nächsten Mal sollte es das geben, dass so manche sollen, dass man. Was? Dass sie machen sollen, dass man Sonntag 6 Stunden hat und jeder sich einen Tag aussuchen kann, wo er 6 Stunden hat. Wait. Also, warte mal, dürfen Leute, die samstags arbeiten müssen, nicht unter der Woche die anderen 6 Stunden machen, wo sie noch frei haben? Also so genau habe ich mir die Regeln nämlich nicht angeguckt, aber das dachte ich wäre ja logisch. Dürft ihr nicht? Ja, okay, das ist wirklich Bullshit. Aber ich bin ehrlich, das wäre auch etwas, was man auf dem Discord hätte erwähnen können, vor Turnierstart. Weil das hätte man wirklich anpassen können. Da hätte ja niemand was dagegen gesagt. Da müsst ihr euch auch ein bisschen an der eigenen Nase greifen. Weil, also ich habe es halt nicht hinterfragt, um ehrlich zu sein, weil das für mich so was Logisches war, dass ich mir dachte, das habe ich halt gar nicht erst angesprochen. Da hätte man natürlich nochmal dran denken müssen, dass man das auch anspricht und sagt. Aber ich habe meistens unter der Woche frei und arbeite samstags. Ja, eben. Ich meine, alleine wenn du im Dings arbeitest, im Einkauf ist falsch. Oh, die Static hat maybe mal was gebracht. Strong. Genau, wenn du im Einzelhandel, das ist das Wort, was ich gesucht habe, wenn du im Einzelhandel alleine arbeitest, dann bist du eigentlich schon am Arsch, weil du ja meistens Samstag noch arbeiten musst. Oder an irgendeinem Samstag. Also ja, das ist dann echt ein bisschen doof geregelt. Aber ich meine, die haben nicht dran gedacht. Ich habe dran gedacht, aber es halt nicht erwähnt. Und ihr habt es halt einfach nicht erwähnt, obwohl ihr betroffen seid. Das war halt dann. Also da kann man der Leitung auf jeden Fall jetzt in Anführungsstrichen da keinen Strick draus drehen, weil. Ich glaube, wenn man da was gesagt hätte, wäre das okay gewesen. Warum habe ich eigentlich schon wieder nichts zu trinken hier? Ja, ist ja schon wieder so doof. Das ist der Wahnsinn. Naja, wenn ich meckern oder so, Mims hat schon genug Probleme. Ja. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch etwas, das hätte man am Anfang des Turniers auch schon ansprechen müssen. Weil jetzt natürlich innerhalb des Turniers ist auch immer doof, sowas nochmal abzuändern. Das verstehe ich, dass das doof ist. Da hätte ich auch wenig Bock drauf. Aber ja, das fürs nächste Turnier, wenn denn nochmal eins stattfindet, man weiß ja nicht. Da sehe ich das auf jeden Fall, dass man die Regelung einführt, definitiv ja. So. Oh, das wollte ich nicht. Ich will doch gar nicht gegen die kämpfen. Lass mich in Ruhe. Scheiß Pöllo. Und hallo Spandau. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello.
wie läuft's? Durchwachsen ist, glaube ich, immer noch das richtige Wort. Also mal besser, mal schlechter. Tendenziell meistens eher schlechter als besser, sage ich mal. Ah, es ist halt so. Also es freut mich auch übrigens sehr, dass so viele neue Leute teilweise auch vor allem im Chat schreiben. Ich weiß nicht, ob teilweise auch die nur gelurkt haben davor, aber auch aktiv öfter am Zugucken sind, dafür, dass ich ja im Endeffekt eigentlich nur gefühlt immer am Resetten bin. Aber das freut mich dann natürlich trotzdem sehr, dass ihr trotzdem noch Bock habt, weil ich bin langsam an dem Punkt, wo ich mir denke, boah, würde mich nicht wundern, wenn die meisten sagen, Alter, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich mir das jetzt noch so lange reinpfeifen kann, sozusagen. Weil das kann man verstehen. So ist nicht. Und hallo Rekox, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Habt die VODs auf YouTube alle geguckt? Streams gingen schlecht wegen Zeitverschiebung. Wo lebst du denn, wenn ich fragen darf? Oder machst du gerade irgendwie so ein Auslandssemester oder so? Bei dir würden wir uns alles angucken, Downy. Das ist eine fette Lüge. Und das haben etliche Nintendo-Streams schon des häufigeren festgelegt. Festgelegt? Sagt man das? Ich hab Bock auf Unterhaltung und die bekomme ich. Ja, ich hoffe halt, dass wir halt einfach auch so ein paar knackige. Also, ich glaube halt auch, dass es. Also, auch die VODs auf YouTube sind halt eine super Sache. Ich mach ja sowas auch selber. Die man einfach, weil das Gameplay nicht zwangsweise immer wirklich Spannendes im Hintergrund laufen lassen kann, während man arbeitet, was auch immer macht, aufräumt, putzt, schießt mich ab. Und das dann einfach laufen lassen kann, ohne dass halt irgendwas Dramatisches passiert. Das ist ja eigentlich auch ganz geil. Also sowas habe ich ja auch immer super gerne, dass man das als Podcast einfach benutzt. Okay. Interesting. Jetzt kriegen wir ein paar spannende Kandidaten, muss ich sagen. Also unsere Elektriker. Jetzt werden wir wirklich zum Elektriker. Eieieiei. Auslandsjahr in Australien, seit einem Monat in Malaysia. Da kommt jemand rum. Nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, Australien könnte ich zwar nicht. Das ist so ein Bereich auf der Welt, wo ich sage, da muss ich wirklich nicht hin. Da sind mir zu viele Viecher, die mich zu schnell umbringen und wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das muss. Aber ja, Australien-Folger, ja, da bin ich raus. Magnetpull. Ich meine, wenn wir irgendwann mal einen Stahl-Encounter unbedingt haben wollen, dann kann man das benutzen, aber ansonsten sehe ich mich nicht. Ja, mein Problem ist halt, also prinzipiell glaube ich auch, dass Australien voll schön ist. Ich habe halt immer, ich bin halt ein Schisser, ne? Und ich denke mir halt immer, da lebt so viel, was mich halt easy umbringen kann. Andererseits bin ich jetzt dann auch so im Bereich Thailand und so unterwegs. Ja gut, aber auch nicht wirklich, also halt nur wirklich im sehr städtischen Bereich, wo halt Hafen und alles ist. Aber da gibt es natürlich potenziell auch wieder Viecher, die mich durchaus umbringen können, ne? Also keinen Bock vom Känguru ins Wasser gelockt zu werden, um dich zu ertränken, bitte was? Wo kommt. Warte mal, was? Wie vom Känguru. Das war übrigens sehr viel Damage. Gelockt werden und dann. Da irgendwie. Was? Ich bin stark verwirrt. Das Problem ist, wir haben nicht so viel gegen Floink am Start, merke ich gerade. Um ehrlich zu sein, haben wir richtig wenig für dieses scheiß Floink. Der könnte echt ein Problem werden. Boah, das zieht ja gar nichts ab. Ja, Castor eben und Magnetilo. Das sind schon zwei Stahl-Pokémon mehr als, sage ich mal, man sonst auf den ersten Routen findet. Ich glaube, ich kann jetzt schon meinen Sidechick mal reinschicken, damit wir schon mal ein besseres Mon gegen das Floink drin haben. Aber da gehe ich halt auch nur auf den Kratzer, ne? Sehr viel mehr. Okay, der Crit ist schon mal actually richtig wichtig. Spinnen und Schlangen sind halt ein Ding, aber die ganz giftigen Dinger sind halt im Outback. Ja, und ich glaube jetzt auch, dass Spinnen und Schlangen jetzt so in der krassen, im sehr krass städtischen nicht unbedingt da sind. Bitte stirb jetzt. Okay, Gott sei Dank. Das habe ich glaube, also das hält sich in Grenzen. Wie gesagt, wir sind ja in der Nähe von dem Hafen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da so viele von denen rumchillen. Spinnen kann ich mir schon vorstellen.
dass es die da gibt, ne, weil die können natürlich überall sein. So Schlangen halte ich jetzt auch nochmal für ein bisschen unwahrscheinlicher. Aber ich sag mal, ich glaube bei Spinnen. Das Problem ist halt, dass es da so super warm ist. Und da habe ich halt eigentlich keinen Bock, so lange Sachen zu tragen. Aber prinzipiell wäre es natürlich schlau, das wahrscheinlich zu machen. Ja. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht so sehr verkopfen. Weil am Ende des Tages, weiß ich nicht, bei einer Zecke oder wegen einer Zecke, von einer Zecke willst du ja auch nicht gebissen werden. Und trotzdem laufe ich im Sommer in einer kurzen Hose rum, ne? Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber. Ja, das werde ich auf jeden Fall erzählen, aber was heißt da panisch, ne? Ich meine, bei einer Spinne habe ich ja wenigstens noch einen körperlichen Vorteil. In dem Sinne, dass ich mir jetzt nicht direkt denke. Also, beziehungsweise, eine Spinne bewegt sich nicht ganz so weird wie eine Schlange, oder? Beziehungsweise, lass uns da eigentlich gar nicht so genau weiter drüber reden. Nee, ich finde Spinnen überhaupt nicht cool und faszinierend. Die könnte sehr leise sein. Weil Donkey Kong ist manchmal irgendwie sehr weird und wird dann auf einmal gerne mal ein bisschen leiser. Hä? Wieso ist die Musik jetzt weg? Ah, jetzt. Lol. Ich glaube, das war nur, weil es kurz zum Ende ging. Und da ich immer leiser wurde. Kommt auf die Phobie. Ja, gut, wenn du eine Spinnenphobie hast, ist natürlich nochmal was anderes, ne? Ja, genau. Schlangen sind halt auch so mies schnell und die bewegen sich so weird. Also, ich sehe mich jetzt eher im Vorteil gegen eine Spinne als eine Schlange, muss ich sagen. Da sehe ich mich noch eher den Kampf. Also, ich will mich mit beiden nicht anlegen. Und ich denke mir auch, ey, wenn ich chille und das Viech chillt, dann wird alles gut sein. Deshalb, da mache ich mir eher weniger in den Kopf. Da denke ich mir auch, ich meine, das ist halt bei den meisten Tieren so, ne? Fuck du das Viech nicht ab, dann fucken die dich auch schon nicht ab. Aber man weiß ja nie, ne? Der kann auch mal einen schlechten Tag haben, das Tier. Verrecken will ich trotzdem nicht dran. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, dass ich relativ viel wiege bei so giftigen Sachen. Ist es dann so, dass sich das Gift vielleicht auch nicht so schnell verteilt? Ist das vielleicht auch mal ein Vorteil, ein kleiner? Ich weiß es nicht. Ist das so? Da bin ich wieder überfragt. Ich habe das Gefühl, das könnte so sein. In meinem Kopf erschließt sich das irgendwie gerade für mich. Aber ob dem wirklich so ist, ist natürlich wieder eine andere Sache. Hast du Viech jetzt gerade gekrittet oder war das der normale Damage? Ich bin verwirrt. Ja gut, ich meine, also im Dunkeln, Gott sei Dank, werde ich mich nicht in dieser Stadt groß bewegen. Also da wird Abend gegessen und dann geht man halt wieder aufs Schiff, weil das Schiff ja dann auch wieder weiterfährt. Also da. Ich will mir da auch, wie gesagt, keinen großen Kopf machen, weil am Ende versaut man sich mit sowas auch den Trip, wenn man die ganze Zeit sich in die Hose scheißt, ne? Und das will man ja auch nicht, dass man sich das dann selber kaputt macht nach Möglichkeit. Kontrollier deine Schuhe, wenn du sie aushattest. Ja, das muss ich ja auch. Also, muss ich ja auch nicht. Wie gesagt, also, Freunde, wie gesagt, ich bin auf einem Schiff. Ich gehe da einmal in die Stadt rein und ich schlafe da auch nicht. Ich gehe dann wieder aufs Schiff drauf und bin fertig. Dann war's das. Also, von dem her. Also, ich bleib da ja jetzt nicht, dass irgendwie die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass irgendein Viech da reinkrabbelt. Weil, wenn's da reinkrabbelt. Dann passiert das, während ich da drauf bin. Ja, natürlich können sie auch auf das Schiff, aber sag mal, die Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, ich möchte das Thema jetzt abschließen, weil ich habe keinen Bock, mir da jetzt schon so kranke Gedanken zu machen, um mich da jetzt schon zu verkopfen und mir am Ende schon zu denken, mir reicht's, dass ich fliegen hasse und wir werden circa 12 Stunden fliegen. Das ist schon eine Katastrophe für mich per se. Da muss ich mir jetzt nicht noch anhören, dass ich mir jeden Tag Gedanken machen muss, ist irgendein Kackviech in meine Füße, also in meine Schuhe reingekrabbelt. Ist irgendwas noch irgendeine andere Kacke passiert, weil ich auf dem Schiff schon bin und auch noch nie in meinem Leben eine Kreuzfahrt gemacht haben. Da sind genug Dinge, die mich stressen werden. Da können die Tiere mich genug auch in Ruhe lassen einfach. Spinnen machen Weltreise. Eine vernetzte Geschichte. Schreibe ich ein Buch am Ende drüber. Oh.
Ich möchte das, also ich meine das jetzt wirklich ernst, lasst uns bitte das Thema abschließen. Ich will keine weiteren Horror-Stories, wer wo gebissen wurde, wer da mal im Arsch gebissen wurde, wer irgendein Viech im Klo und so entdeckt hat. Das ist mir alles scheißegal an dem Punkt. Mir reicht's, wie gesagt, 12 Stunden Flug, ich bin gar nicht gut mit Fliegen anzusprechen. Also damit meine ich das Flugzeug und nicht das Tierfliege. Dann Schiff, auf dem ich noch nie längere Zeit war und geschlafen habe vor allem. Da gibt es genug Sachen, die mich stressen werden. Zumindest am Anfang. Wie hieß der, der durch den Stachelrochen starb, der berühmte Tierexperte? Gab es nicht irgendwen, der viel mit Krokodilen und Alligatoren oder so gemacht hat? Du musst es so sehen, die Leute sind auch in Deutschland nicht lebensfähig. Solange du dein Gehirn benutzt, passiert auch nichts, das stimmt. That is correct. So, wir müssen jetzt wieder gegen Krogan als erstes gleich antreten und wir sind immer noch nicht. Boah, dieser Squad sieht so weird aus. Ich weiß auch nicht, ich, also. Am Ende des Tages schaut der ein bisschen wie ein Serious Challenger Squad aus, bis auf dass ich halt Serpifeu plus Flamely habe und nicht Hydropie plus Flying. Aber wenn da jetzt noch Elekid statt Pichu wäre. Ja! Oh mein Gott, ja! Selten finde ich Hutot so geil wie in diesem Game. Oh my goodness, geil! Die geile Eule, Freunde. Den nehmen wir. Den nehmen wir mit einem Handkuss an. Ich muss mir zwar nochmal angucken, wie ich damals mit Hutot die Giftarena besiegt habe, aber nehme ich gerne. Noctuin Shiny ist mega geil. Boah, weiß ich gar nicht. Ich finde den gar nicht so geil in Shiny, muss ich sagen. Ich glaube, ich mag sogar den in Normal lieber. Oh. Okay, richtig beschissenes Wesen noch dazu. Yippie-yay. Das ist doch genau das, was wir wieder sehen wollen. Haben wir wenigstens vernünftige Defaus auf dem? Wir haben 23 HP, 28 Def und 25 in Special Attack, 11 in Speed Def und 15 in Speed. Okay, da kann ich mich tatsächlich nicht beschweren. Also was die DVs angeht, sind wir eigentlich ganz geil dabei. Boah, mein Problem ist noch, also ich habe noch immer ein bisschen Angst, dass ich noch nicht genau weiß, wie wir die erste Arena richtig gut an die Wand klatschen, aber das finden wir wohl noch heraus. Damals, als ich den Run weggeworfen habe, stimmt. Das ist leider eine Sache, die passiert ist, wo ich dachte, Rollum wäre schneller. Ja, Noctur ist hier, Hutut ist auch schon vom Typ Psycho. Und da ist halt die Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gegen das Arbok war. Da haben wir auch irgendwie drum herum spielen können und da war Tentacool, von dem wir uns, glaube ich, aber nicht haben burnen lassen dürfen oder so. Was? Als ob der das lebt. Okay. Crazy. Ah, weil wir doch noch nicht Psycho sind, ne? Warte mal, ich habe nichts gesagt. Ich muss einmal kurz gucken, wie schnell dieses Krogunk ist. 21 potenziell. Es gibt aber da schon wieder mehrere Krogunks. 21. Sag mal bitte nicht, dass der letzte wieder 22 ist. Der letzte ist 23. Wobei, nee, dann hätte er mich outspeedet. Okay, nee, dann passt. Dann weiß ich, dass ich schneller bin. Ja, du kannst im Pokélink tatsächlich einstellen, dass dir die einfach angezeigt werden und dann, ja, hast du es eigentlich schon, ne? Dann siehst du die einmal direkt. Können Sie es bitte lassen, Mr. Kling Plim? So eine dumme Scheiße brauche ich hier nicht. Ich habe schon genug Scheiße. Gestern weit auf dem Schnee eine Blindschleiche wieder gefunden, aufgehoben Gewehr. Ach, du bist auch ein Götzinger. Das würde ich ja niemals machen. Würde ich niemals machen. Na, am Stream erstmal Englisch lernen, gar keinen Bock. Wobei Englisch aber immerhin noch eine der geileren Sprachen ist, muss man sagen. Das sind Süßis, ne? Das würde ich. Oh, natürlich kriegt der einen Attack-Buff.
Aber immerhin two-shotten wir den, Gott sei Dank. Hallo Foresight, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Was zum Teufel ist das da gerade im Hintergrund? Rhythm Paradise, das klingt so scheiße. Nein, das will ich nicht. Das kann ich mir nicht anhören. Aber ich weiß nicht, Süßis sind das für mich definitiv nicht. Ich glaube, alles, was schon kein Fell hat, hat es schon schwierig bei mir, muss ich gestehen. Da ist schon eigentlich Abfahrt. Nein, danke. Muss nicht. Ähnlich Wochenende, das sagt man. Ich bin schon gespannt, was wir so zum. Ach, ich muss echt überlegen, weil eigentlich haben wir für heute Abend nur, also wirklich echt wenig Reste und so Brot mit Hummus. Aber ich habe heute auch Mittag nur ein bisschen Suppe getrunken. Das war strategisch nicht mein bester Schachzug, muss ich gestehen. Aber ja, war nie so mein Fach, aber bin halt kurz vor meinen Abschlussprüfungen nach 4 Jahren Ausbildung. Ach, in der Ausbildung Englisch sogar, okay. Ja, kriegst du schon hin. So, wir können dann wieder eine Wette machen, meine Damen und Herren. Ich wollte auch meine Blindschleiche von der Straße retten. Die hat halt leider mitten in meiner Hand ihren Schwanz abgeworfen. Das war minimal creepy, wie der so rumgewackelt ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das weird und creepy ist. Ja, doch, sehe ich. Haben einfach drei Elektro-Pokémon jetzt, ne? Boah. Ich spreche meinen Gedankengang lieber einfach gar nicht aus. Erzieherausbildung, 5 Jahre. Oh mein Gott, Jerry, bist du's? Wir haben noch so einen gefunden, der aus irgendwelchen Gründen für die Erzieherausbildung 5 Jahre brauchen muss. Was ich mir bis heute nicht erklären kann, warum man dafür eine 5-jährige Ausbildung macht und sich dann beschwert darüber, dass man Mangel hat an Fachkräften in diesem Bereich. Da kommen noch mindestens 2 weitere in der nächsten Stadt dazu, Pork. Ach du Scheiße. Ja, ich wünsche viel Spaß da weiterhin, ne? Das ist einfach crazy. So, ich bin bereit, in die Angriffsminen zu gehen. Aber mittlerweile wurde die Ausbildung verkürzt auf 4 Jahre. Ich finde auch 4 Jahre immer noch bums viel. Mein Gott, ey! Alter! Also da kriege ich halt schon wieder einen Tobsuchtsanfall. Wenn ich da schon wieder diese Kacke sehe. So, und jetzt wechseln wir. Weil ich habe gar keinen Bock, dass ich jetzt wieder gleich gecrit-trapped werde. Weil das muss nicht sein. Oh, wir sind auch noch langsamer. Okay. Den sollten wir doch wenigstens one-shotten, oder? Ja. Das hat einen 9, glaube ich, abgezogen, ne? Okay, das ist tot. So, da kommt Brufflet. Der sollte doch jetzt eigentlich Fury Attack einsetzen. Warum? Als ob er damit auch einen Kill sieht. Ernsthaft? Amin Magnetilo ist eigentlich noch echt fit, ne? 4 KP zieht es ab. Okay, war guter Damage. Wie viel Speed hat der Bursche hier? Rufflet. Sag mal bitte 22. 24, du dummes Arschloch. Keinen Bock, dass der halt jetzt stirbt, ne? Der hat aber auch gar keine Death. Ich meine, ich kann das Static vielleicht poppen lassen. Ja, mit Enduro hätten. Warum? Warum war das denn jetzt dein Play? Hä? Hat er gerade 27 KP abgezogen. Ich bin ja jetzt einmal bei dem nächsten Angriff tot. Okay, wir müssen das mit Iron Barbs, glaube ich, machen. Aua. Das hat sehr weh getan. Ich muss halt einmal enduren. Ja. Damit ein Crit mich nicht killt. Sondern ich glaube, ich habe aber hier noch eine Quick Attack drauf, ne? Ja, okay.
Hallo Sane, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen. Oh mein Gott, Tag bis hierhin. Boah, also dafür, dass wir hier gerade drei Elektro-Pokémon am Start hatten. Schwierig. 2 Jahre Kinderpflege und 3 Jahre Erzieher. Aber das finde ich trotzdem krass, muss ich sagen. Das finde ich trotzdem immer wieder krass, dass man dafür so lange brauchen muss. Mir geht's gut und selber ja auch alles solide, würde ich sagen. Wir packen Hut mal raus. Man bekommt halt BAföG und muss das nicht zurückzahlen, weil man verdient halt auch nichts. Ja, das ist halt eben die Sache, ne? Verdienst halt wirklich gar nichts. Auf dem Korb ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Weil so Items klauen eigentlich immer eine geile Sache ist, vor allem bei der ersten Arena potenziell. So, der wundervolle Leaf Tornado, den nehmen wir auch noch mit. Ne, der ist kein Hustle. Oder der ist Rufflet, ne? Da nicht. Ja, die Level Cap ändere ich gleich. Bei dem Arena-Leiter auch Reset, ich würde sagen, ja. Ah, scheiß mal auf Disarming Voice. Ein bisschen Yellow Magic ist geiler. Ja, ich weiß nicht. Ich hasse das, wenn die Gegner Attacken haben, die sie irgendwie aus. Ich weiß nicht, welchen Gründen nie drücken. Weil. Also gerade gegen Magnetilo sollte doch Fury Attack trotzdem besser sein. Ich habe jetzt mir den Kalk nicht angeguckt, aber. Das ist ganz weird. Ja, es ist ja sowieso schlimm, weil wenn du dich auch irgendwo bewirbst, heißt es auch, du willst, die wollen alle immer Erfahrung haben, Erfahrung haben, Erfahrung haben. Ja, woher denn? Erklärt's mir, wenn alle sagen, sie wollen Erfahrung haben, dann am Ende hat halt niemand was davon. Es ist halt so ein dummes Konzept und Konstrukt hier in Deutschland. Es ist wirklich schon ein bisschen peinlich auch, muss ich sagen. Und dann aber gleichzeitig hätten wir halt wenigstens eine entspannte Arbeitsmentalität, wie die Spanier oder so. Oder gerade, ich habe das Gefühl, gerade in Ländern, wo die Temperaturen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber halt einfach in Ländern, wo die Temperaturen tendenziell so eher höher sind, so die sind alle viel entspannter drauf, auch so menschlich gesehen viel entspannter. Und in Deutschland, Vollkatastrophe einfach. Und in allen Ländern, wo es kühler ist, da gibt es wenigstens gescheite Digitalisierung und alles. Und was haben wir? Gar nichts. Wir haben von allem nur die Scheiße am Start, habe ich das Gefühl. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber wie schnell ist Zigzagoon? Das ist ja der Wahnsinn. Warum outspeedet der Arsch mich? Das finde ich aber nicht gut. Klau mir nicht meine Beere. Sonst klaue ich dir deine Beere. Haben alle zu viel Vitamin D? Ja, aber scheint ja was Gutes zu sein, wenn die so entspannt sind. Ich wäre auch gern so entspannt. Das wäre so nice. Wir haben Döner. Ich bin mir sehr sicher. Und damit lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster. Beziehungsweise glaube ich ja nicht, dass es auch in anderen Ländern gute Döner gibt. Ach ja, habe ich schon wieder vergessen, dass der da ist. Bringt mir eigentlich. Ah nein, wir haben ja Statik. Ich wollte gerade sagen Lightning Rod irgendwas, aber nee. Das ist halt das, was ich so gar nicht verstehe. Wir haben so eine katastrophale Arbeitsmentalität, ne? Alleine dieses. Ich weiß nicht, gibt es das in anderen Ländern auch, dieses, dass man sich schlecht fühlt, wenn man sich krank meldet? Und auch wenn man nur einen leichten Husten hat oder mal einen beschissenen Tag hat? Und man weiß, auf der Arbeit zelebriert man sowieso dann nur die größte Scheiße, die es gibt. Also, ich habe immer das Gefühl, dass es sowas Schreckliches Deutsch-Exklusives. Und das ist auch in keiner Welt was Positives. Ist halt ein Arbeitsland, ey. Das finde ich wirklich zum Kotzen, muss ich sagen. So, ich bin ehrlich zu euch, Freunde. Ich habe absolut keine Ahnung, ob wir in Single oder Double Battle gehen sollen. Weil, also, ich weiß nicht, das. Wir haben halt kein Fake-Out. Ich glaube, wir müssen in den Single-Kampf tatsächlich mal wieder gehen. Da hat halt das Porygon Leftovers. Der kriegt halt auch einen Attack-Buff gegen mein Junglut, das ist ganz geil. Und dann doppelkicken wir den. Wir können halt das Menchino ganz gut handeln. Wir haben noch Bibarel in the back, was ganz nett ist. Also ich glaube,
Ich glaube fast, das müssen wir machen. In anderen Ländern gilt es so als ineffizient, wenn du Überstunden machst. Ah, es ist halt. Es ist schon ein bisschen sehr weird. Ah nein, wir haben gar kein Bibberill. Ich bin gerade irgendwie in einer anderen Welt, habe ich das Gefühl. Wo habe ich denn jetzt mein Bibberill gesehen? Ja, wir müssen. Wir haben halt kein Fake-Out. Das Kecleon wird mich als erstes Fake-Out. Wir müssen in den Single-Kampf gehen mit dem Squad. Es geht, glaube ich, es geht gar nicht anders. Ja. Tatsächlich, nach langer Zeit tun wir das mal wieder. Haben die Oranberry auf allem, das passt. Es nervt halt, dass Staravia U-Turn und diese ganze Kacke kann, ne? Weil sonst hätten wir schon. So, Magnetilo checkt halt Staravia gut. Minchino wird gut von Ferroseed gecheckt. Wobei Minchino auch Wake-Up Slap hat, aber das ist, glaube ich, noch okay. Ich weiß nicht, wir können nicht wirklich gegen irgendwen gescheit setupen. Auch nicht mit Kraken hier. Weil der Icy Wind von dem Porygon auch viel zu viel macht. Ansonsten würde ich natürlich gerne mit Curse das machen, aber sehe ich mich jetzt irgendwie nicht so. Wir könnten auch mit Leech Seeds an den Start gehen, aber ich glaube, wir holen fast am meisten raus, wenn wir mit Jungglut starten. Oh, eine geile selbstgemachte Pizza, immer stark. Hast du die Hyperbälle von dem Jungen in der Arena? Nö. Muss ich mir anscheinend noch holen. Ja, wir drücken einfach mal Doppelkick, ne? Wir sind schon mal schneller. Das zieht actually richtig gut Damage ab. Okay, das war eine gute Entscheidung. Sind wir halt langsamer. Jetzt ist die Frage, ob ich den Swift auch noch tanken will. Oder ob wir jetzt einen Wechsel vollziehen wollen. Ich glaube, wir greifen tatsächlich an, weil wir sind halt jetzt schon so angeditscht. Und so wirklich in was reinkommt, tun wir nicht. Und dann fressen wir schon mal unsere Oranberry. Ist ja auch nicht schlimm. Wir baiten jetzt halt das Staravia. Das heißt, der wird auch Wing Attack drücken. Das heißt, wir können sicher in Magnetilo gehen und einen sicheren Donnerschock raushauen. Oder sogar Spark, wenn wir das wollen. Das finde ich eigentlich auch ganz nice. Also von der Seite. Wir können auch überlegen, ob wir sogar in Pikachu gehen zum Beispiel. Und das nächste Mon einfach T-Waven. Das finde ich, glaube ich, sogar noch besser. Wobei, warte mal. Nee, nee. Oh nein. Jetzt, ich bereue den Spielzug jetzt schon. Weil wenn ich den statike. Cool, jetzt hat er Silk Scar Fassade am Start. Mega geil. Das war, glaube ich, dumm. Das war immens dumm. Scheiße. Ich meine, am Ende des Tages gehe ich trotzdem mit Magnetilo. Nee, den One-Shot ich nicht. Dabei ist Pikachus Attack zu schlecht. Oh, ihr U-Turn sogar. Okay. Das war jetzt auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Minchino kommt rein. Ich hoffe, das drückt jetzt nicht Wake-Up Slap, aber ich habe das Gefühl, das wird es jetzt drücken. So wirklich was dagegen tun kann ich nicht. Es könnte auch Gesang drücken. Okay. Ich glaube, ich drücke einfach Metallklaue. Oh mein Gott. Okay, das ist unver. Also, ich glaube, so viel, so oft Zing habe ich noch nie in meinem Leben gedodged. Also da kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Hätte ich einfach zweimal gecursed, wären wir in so einer geilen Position. Mann. Oh, hätte ich das gewusst. Ja, der U-Turn jetzt wieder raus. Wow, okay, ja, gut. Jetzt sind diese ganzen Gesangrunden eigentlich auch wieder hinfällig, weil das ist sogar gefühlt schlimmer. Okay, wir kriegen direkt Chip-Damage auf Kecleon. Das ist ganz nett. Und wir wissen, dass der jetzt Rock smashen wird. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Death-Buff mit Servine. Und dann sind wir eigentlich sogar ganz geil gegen den aufgestellt. Weil der hat jetzt auch nicht mehr gerade den Normaltypen. Das finde ich ganz gut. Und dann können wir erstmal das Kecleon ganz langsam besiegen. Ich habe zwar nur. Also der resistiert ab jetzt gleich alle Attacken. Das ist ein bisschen doof. Aber damit müssen wir halt leben, ne? Aber dafür kriegen wir den halt eigentlich ganz geil weg.
Genauigkeitsdrop vielleicht noch. Ah, schade. Okay, er ist dumm. Das ist geil. Weil er gönnt uns halt jetzt einfach weiter in den Death Boost. Das Problem ist nur, dass Starrer wieder trotzdem danach reinkommen wird. Und ich trotzdem gegen den eigentlich wechseln muss. Warum nicht auf Twister? Wegen dem Flinch könnte man auch machen. Aber ich meine, am Ende des Tages hat er mir jetzt fast mehr gegönnt als Schaden zugefügt. Weil jetzt sind wir immerhin momentan auf plus 2 Death. Also jetzt lohnt sich auf jeden Fall der Twister. Weil jetzt ein Flinch wäre geil, wenn er zu Drache wird. Ach so, stimmt. Ja, ich bin dumm. Drache auf Drache. Ja, weiß ich nicht. Kann ich dir auch nicht erklären, wo mein... Ah, natürlich. Wo mein Brain da gerade war, dass ich das irgendwie gar nicht realisiert habe. Natürlich kriegt er jetzt nochmal. Oh, Safe mit Burger wird nice. Gönn dir auf jeden Fall. Ja gut, der wird doch jetzt U-Turnen. Also können wir ja jetzt nicht erzählen, dass der jetzt nicht einfach U-Turn klickt. Ah, ja, das war gerade irgendwie Giga-Lost. Ich weiß auch nicht. Warum? Oh mein Gott, warum? Wirklich, warum? Ich hasse diese KI. Du siehst doch deinen gottverschissenen Kill. Drück doch den gottverschissenen Killing-Move. Warum drückst du das? Oh, jetzt kann es auch noch sein, dass er Wake-Up-Slap drückt, weil ich penne. Und nicht Tail-Slap. Oh mein Gott. Du dummes Kackviech, wirklich. Wegen den Death-Boosts? Aber das sieht, glaube ich, trotzdem den Kill. Das kann ich mir nicht erklären, dass der dann trotzdem keinen Kill sieht. Oh mein Gott. Warte, das ist ja jetzt stärker, ne? Oh, ich bin dumm. Oh mein Gott. Wo ist denn mein Gehirn schon wieder? Ja, eigentlich können wir jetzt schon wieder resetten. Ich weiß nicht mal, wie ich jetzt so wirklich gegen das Viech weiter kämpfen soll auch. Es schläfert halt auch alles ein. Also mich interessiert jetzt halt einfach nur, wie wir noch weiter kämpfen könnten. Weil am Ende des Tages... Okay, wirft da jetzt Staravia ab. Das finde ich ganz cool. Ja, geil. Wow. Das verstehe ich. Warum drückt der nicht Tail Slap, hä? Ich verstehe halt auch einfach nicht, was diese KI da macht gerade. Das Problem ist, ich glaube, ich verliere so oder so gegen Sengo. Also am Ende des Tages, der hat Doppelkick drauf. Ich weiß nicht, womit ich den handeln soll auch. Ich muss eigentlich beten, dass ich irgendwie einen Charme drauf bekomme. Ja, der ist jetzt tot. Also. Ja. Nö. Also actually hat dieser Castellot-Tod auch gar keinen Unterschied gemacht. Weil ich verliere halt einfach gegen dieses Sengo. Ey, dieses dumme Arschloch von einem Sengo, ne? Ja, der drückt halt jetzt Doppelkick. Bringt mir auch meine Beere nix. Tschüss. Also ich check halt nicht, wie ich diesen Kampf auch wieder hätte schaffen sollen, ne? Es ist halt... Okay, cool, Jungblut lebt ein. Das ist gut zu wissen, aber... Ey, das ist halt auch schon wieder... Ich weiß es einfach nicht. Also ich habe schlecht gespielt, ja, aber selbst das schlechte Spielen hat ja tatsächlich nicht gemeldet, weil ich hätte immer gegen den verloren. Weil da zu viel tot ist. Ich bin einfach nur irritiert. Ich sage, wie es ist, ich bin einfach irritiert. Warum laufe ich eigentlich schon wieder so weit? Sturdy. Okay, das ist mobile, cool. Dann schauen wir mal... Was wir hier für den Kampf... Ja, cool. Können wir schon wieder resetten. Mann. Das Problem ist halt auch... Ich weiß halt gar nicht, selbst wenn man... Okay, wir hätten wieder Static. Selbst wenn man... Hä? Ich dachte, er ist entfernt. Aber ja, der bringt mir auch nichts. Aber, also, ich meine, ich weiß ja, dass ich im richtigen Patch drin bin.
Weil sonst bin ich nicht Level 16. Das sollte Natu sein. Boah, Natu wäre jetzt ein Banger gewesen. Cool, danke. Danke, danke für gar nichts, Spiel. Leute, ich glaube, wir haben Praktibike, weil da steht eine Iron Fist. Leider Modest Nature und richtig beschissene DVs. Aber es ist ein Praktibike. So bad, Zorua, was will ich denn mit dem? Der entwickelt sich erst spät. Es gibt nie wirklich Mons, wo du irgendwas hier vernünftig dich verkleiden kannst oder so. Oh, Banger Track! Ich weiß nicht, ich bin ehrlich, ich bin gar nicht mal von Castellur so krass überzeugt hier am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd mit dem zum Spielen bin. Aber ich find das Ding einfach gar nicht mal so geil, muss ich sagen. Ja, ein Praktibike Run fände ich actually mal cool. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Schaut ihn euch an. Das ist das beschissenste Praktibike, was ihr je sehen werdet. Wir haben nämlich ein Modest Nature. Wir haben 0 HP-DVs, 9 Attack-DVs, 7 Def, 31 Special-Attack-DVs, 10 in Spedef und 17 in Speed. Noch nie, glaube ich, in meinem Leben habe ich so ein beschissenes Praktibike gesehen. Leck mich doch am Zuckerli. Ich weiß nicht mal, was der lernt. Wir gucken uns das jetzt einmal mal an. Weil das finde ich jetzt irgendwie spannend. Den einmal mal zu benutzen. Habe ich gerade Praktibike vorgetan? Nee, Gott sei Dank. Finde ich gerade einfach irgendwie spannend. Ich weiß auch nicht, was mit Pokelink im Übrigen los ist, dass er immer die letzten beiden Mons noch drinnen lässt. Und die irgendwie nicht so wirklich verarbeiten kann, but hey. Der Boy hat Bock auf AV, prinzipiell ja. Aber. Nee. Nee, wisst ihr was? Nee. Also. Ja, ich hätte schon Bock auf das Praktibike gehabt, aber es ist halt so beschissen. Also irgendwo muss man eine Grenze ziehen, was Beschissenheit angeht. Ja, das ist auch ein beschissenes Mantips. Also wenn ich da schon wieder 31 Attack DVC und 1 in der von 4 in Special Attack, dann lassen wir das doch gleich mal. Das ist leider ein Filter-Pantymie. Ich will, wenn dann Techniker. Oder wesentlich bessere DVs als das, was ich. Also, ich ziehe auch nur beschissene DVs, ne? Das ist ein Timid Riolu. Ah, okay. Wusstest du, dass Mantax und Mantips Erdbeben lernen? Nö. Also, wie ist denn das jetzt? Also, darf ich damit jetzt eigentlich überhaupt spielen? Weil eigentlich existiert er nicht und das wäre jetzt schon wieder ein richtig gutes NATO gewesen. Cool. Ich weiß, Daniel, ich weiß aber nicht warum. Ich kann das nicht ändern. Ich hab das Zora sogar jetzt einmal nochmal encountert. Das ist übrigens ein 1% Encounter, möchte ich kurz festhalten. Den haben wir gerade zweimal gefunden. Spiele Hardcore. Was? Hardcore Nuzlocke in Shining Pearl und Sylvana erstmal zwei Pokémon gekillt. Wie hat denn Sylvana bei dir Pokémon gekillt, was? Was für schlechte Mons. Okay, das ist ein Klingplim, aber nicht mit so allzu beschissenen DVs. Yes, habe ich gesehen. Guess spielen wir hier mal mit. Wobei das Problem halt auch ist, wenn der Eye-Encounter halt auch nur so semi-optimal ist und ich den nicht wirklich benutzen kann, müssen halt die anderen Encounter dafür auch sitzen, ne? Das ist halt das Ding hier, ne? Das stetschte Fing. Meine Freundin hat auch gar nicht geantwortet auf. Achso, doch, sie hat einen Rest geschrieben, aber meint, ich bin doof. Ja, ich bin gespannt, ob ich heute genug zu essen zwischen. Nuss ist gleich geil. Nuss.
glaube, es gibt kein Ist gleich, oder? Oh, doch. Na gut. Noch nie so einen weirden Namen gehabt. Mit Lonely und Simple. Wir haben 28 Attack Defense, das ist schon mal nicht ganz so kacke. Das heißt, der Böllert wenigstens und 23 in Death, leider 0 HP. Aber es ist noch in Ordnung. Er ist noch in Ordnung, würde ich sagen. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Musik? Was ist das für ein weirdes Video, bei dem irgendwie so random, voll auf, einfach gar keine Mucke passieren will? Ach, Freunde. Ich muss sagen, meine Motivation auf dieses Spiel ist momentan echt gering. Also ich weiß nicht, ob ich mehr Mons testen sollte oder benutzen sollte, aber momentan muss ich wirklich sagen, bin ich ein bisschen ausgelaugt von dem Spiel. Weil wir halt nur noch am Resetten sind und nur noch versuchen, irgendwie ein paar Encounter zu bekommen, mit denen man spielen kann. Und es zehrt halt momentan. Also ich würde ja wirklich gerne mit Mons spielen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie lohnt, weil ob ich jetzt Forewarn? Keine Ahnung, wer das hat, aber es ist ziemlich beschissen. Aber es ist halt momentan schon so, dass ich mir denke, ah ja, Somnium, stimmt. Oh, actually hätte man damit spielen können. Ich habe vergessen, dass der überhaupt existiert. Q-Charm, nee. Aber so momentan muss ich halt echt sagen, weiß ich nicht. Ich krieg auch irgendwie keinen Run mehr so wirklich zustande. Aber mit dem Mons. Lol. Mit dem Mons kommt man halt auch nicht weiter. Wir haben tatsächlich nochmal Praktibike. Dieses Mal nicht ganz so beschissen. Also wir. Cool. Wir hätten 0 Attack Defense gehabt, aber wenigstens 29 in Death und 28 in Spell von 22 Speed mit einem naiven Wesen. Das wäre besser gewesen, aber ja. Compound Ice? Wer hat denn Compound Ice? Aber die Defense sind eh wieder so scheiße, dass ich resette. Blutzug, ja, aber den gibt's ja nicht aus dem Mai, oder? Ist das ein Eye-Encounter, Blutzug? Ja, ist Gelatini. Ah, weil ich meine, also man muss halt auch sagen, die letzten Downy Streamstar-Videos, also das letzte, was vor diesem Stream rauskam, ist halt Dings gewesen. Wie heißt's? Ist halt auch nur so ein Reset-Ding gewesen, wobei ich da mit Save States gearbeitet habe und dadurch immer dasselbe Mon kam. Ja, wisst ihr was? Komm, wir spielen jetzt mit diesem Filter-Pantimimi. Weil der hat gute Defaults. Der hat 30 in Speed, zwar nur 7 Speed Def, aber dafür in Calm Nature, 24 in Special Attack und Def von 21 in HP. Ja, warte mal, wir müssen ja noch. Ja, wobei jetzt sollte ich es einfach erstmal ausschlüpfen lassen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir immer nur mit Pantimimi weiterkommen, um ehrlich zu sein. Ah, WhatsApp könnte es sein. Ich glaube, das kommt noch aus dem Ei schlüpfen. Aber ja, das zehrt halt momentan sehr. Also offensichtlich ist es für euch nicht ganz so schlimm, weil trotzdem immer noch super viele Leute Bock haben, was mich super immens freut. Aber ja. Mein Pantimimi ist erstmal ein gutes Zeichen. Das ist meistens so, der läutet meistens einen Run nämlich ein. Oh, jetzt habe ich Motivation. Ich weiß nicht, da bin ich überfragt tatsächlich, Genius. Also es wurde schon im Verlauf was ange. Also wirklich nicht. Also wirklich, was soll ich denn damit machen? Also das ist ja legit ein Dead Slot. Also das ist ja legit ein Dead Slot.
Oblivious. Wer hat Oblivious? Quikes, Smoochum. Stimmt, Smoochum hatte ich auch noch nie. Aber kann man mit Smoochum was reißen? Ich meine, das ist ein Psycho-Pokémon. Ja, aber ich finde es witziger, hier gerade so zu raten, welche Mod. Ich weiß, ich kann den Stock einfach gucken, aber ich finde es irgendwie gerade witzig zu raten. Es entwickelt sich Level 30 zu Jinx. Ja, aber bringt einem das irgendwas? Ich sag ehrlich, bringt mir das irgendwas? Was lernt der denn so? Lernt der Fake Out? Nö. Das ist ja auch schon wieder. Der hat halt 15 Def, der kippt bei jeder Attacke um, nimmt keine. Der hat immerhin 85 Special Attack, aber. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich habe mir das wieder zu spät angeguckt und anscheinend habe ich was falsch gepatcht, aber ich wüsste nicht, wie ich das falsch patchen kann. Oder Shaking erwischt. Also das kann maximal sein, aber das bezweifle ich, weil, also irgendwie... Also ich kann doch eigentlich gar nicht falsch gepatcht haben, wenn doch aber die anderen Changes da sind. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Benji, vielen Dank für den nicen Raid. Kuss geht raus an dich. Iglipuff kann Compound Ice haben. Okay, crazy. Okay, ich glaube, damit kann man mal wieder probieren. Das finde ich nicht schlecht. Vor allem entwickelt der sich, was ich ganz nice finde. Oh, er hat einen erfolgreichen Streamer. Lay. Ja, und vor Arena 1 gibt es ja gar keinen Shaking Grass. Deshalb bin ich auch irritiert. Kann eigentlich nicht falsch gepatcht haben, wie gesagt, ne? Das geht eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein, weil sonst können doch die anderen Changes nicht da sein. Und hallo Melissa, ich hoffe auch dir geht's gut, hello. Wie läuft's so bei den Resets? reden wir lieber nicht drüber. Oh nein, das ist auch wieder genau die falsche Fähigkeit, ne? Ich glaube, die wird halt auch schon wieder genau nicht zur Adaptability. Ey, das gibt es nicht. Ey, wirklich jede scheiß 50-50-Fähigkeit. Es gibt halt eine, die ist richtig gut und eine, die ist richtig kacke. Und ich ziehe immer die, die richtig kacke ist. Oh Gott, das ist wahr, Blue 9. Ey, ja, wir sind mitten in der Reset-Armada. Und haben Spaß mit den Resets. Ganz viel Spaß. Ja, also man könne maximal mit Floink mal... Aber ich meine, es ändert ja am Ende des Tages nichts. Ich meine, jetzt gerade so... Wir haben ein gutes Serpifeu, wir haben ein gutes Flamly. Die sind ja auch nie das Problem, muss man sagen. Okay, das ist ein gutes Mantips. Kann man probieren, wenn jetzt der Encounter hier noch vernünftig ist. Es ist zehrend. Rein in den Otterohren. Ich finde es so schade, dass der so schlecht ist. Ja, also das Ei ist wirklich... Wobei das Ei nicht mal unbedingt schlimm ist. Aber das Ei in Kombination... Also entweder ist das Ei halt schon eh kacke. Okay, das ist jetzt ein Azuri. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber es hat Huge Power, also passt das. Und eigentlich ganz gute DVs. Und dann kommt halt wieder die Katze, ne? Und du willst dir schon wieder wissen, Besen fressen. Ansonsten willst du einmal nur anfangen, Besen zu essen. Und dir denkst, wie? Wie? Ach, das ist wieder Wablu. Ah, okay, das ist wieder Mantips mit ganz okayen DVs. Ja, wobei, was heißt ganz okay?
Okay. Den habe ich hier auch noch nie in meinem Leben gesehen. Pantomime entwickelt sich ja jetzt nicht mehr früh, jetzt bekomme ich das dauernd. Ich finde den aber trotzdem immer noch das beste Mon, was man aus dem Ei zieht. Von dem Pokémon-Quiz. Bei Flobert, dann ist das äußerst wahrscheinlich. War mal in dem allerersten dabei, glaube ich. Und bei den 100 Fragen mit Präsentos. Ich sehe halt nicht, dass das Schwoomisch mir auch irgendwas bringt. Also außer Effects-Boss-Strategies, ne? Aber, ach ja, das ist jetzt wieder Oblivious. Brauchen wir nicht. Ja, also jetzt gerade gönne ich mir aber auch schon die. Ich habe Encounter, die eigentlich nicht existieren dürften. Also von dem her. Aber ich meine, eigentlich. Also irgendwas muss ja bei meinem Patch gescheitert sein. Weil sonst. Mann, das wäre ein Techniker Pantimimi gewesen! Maybe hätte ich das Patrick actually akzeptieren sollen. Ha! Das. Nee. Nee, ist auch wieder Schwachsinn. Also, Leute, die neu hier reinkommen, glauben for real, dass das ein Shiny hat mit falschem Titel ist. Ja, ist er auch. Ich sage, ich fände es witzig, wenn wir es noch hinbekommen würden, dass das Ei einfach ein Shiny ist. Das wäre schon wild. Einfach Manaphy, so Manaphy aus dem Ei schlüpfen. Dann wäre das Spiel ein bisschen einfacher. Das wäre schön. Teemit mit Lightning Rod. Ah, gut, das ist Pichu, aber Pichu mit Lightning Rod bringt mir nicht viel. Ich hatte einen Shiny Ibitak, stark. Ich hätte auch gern noch einen Shiny. Ich meine, so oft wie ich hier mir Encounter angucke. Nochmal Lightning Rod direkt hinterher. Supel. Das wollen wir aber nicht sehen. Gib mir doch einmal mein Pantimimi mit Techniker. Oder mein Mobile. Oder. Ich will halt nur. Das Problem ist halt, wenn du auf den ersten drei Routen relativ sicher zwei gute Encounter dir sichern kannst, will ich halt nicht quasi die in die Tonne treten, indem ich nur sage, okay, wir belassen es bei einem guten Encounter. Das stimmt, aber man packst du wahrscheinlich zu stark, mein Junge. Mein Löwe, mein Bär. Okay, Riolu mit einem Careful Nature. Aber ganz guten DVs, was zumindest die Offensive in Attack angeht. Also prinzipiell. Nee, ich glaube, ich spiele noch nicht mit Riolu. Ich glaube, Riolu ist mir auch zu weit. Wir müssen eigentlich mit dem Ziel spielen, erstmal überhaupt über Route 1, Route 1, über Orden 3 drüber zu kommen. Nee, also Ledian geht fit, weil der zu einem Kampf-Pokémon wird und dann potenziell natürlich nice für die Arena ist. Oh, das ist ein Static Encounter. Hat zwar beschissene DVs, aber es ist ein Static Mon. Lass jetzt bitte noch irgendwas Vernünftiges im Gras kommen, dann bin ich erstmal zufrieden. Ja, ist okay. Ja, kommt auf deine Fähigkeit drauf an, ne? Och Mann. Mach doch jetzt hier bitte kein Drama draus, Wieso? Okay, Wieso möchte ein Drama draus machen? Das ist aber nett von ihm. Mach am Sonntag weiter, Misty First Timer. Dann wünsche ich viel Erfolg schon mal. Aber ich sag dir, wie es ist, wenn du für Misty. Hast du das Voltoball? Ansonsten kannst du Misty eigentlich gleich vergessen. Weil ich habe das Gefühl, ohne Voltoball. Bro, was ist mit diesem Sandrid los? Jetzt mal Buddha bei der Fische. Du bist Level 2. Du bist Level 2 Sandrid. Hallo! Bleib doch jetzt in dem Ball! So, ich hoffe für dich, dass du jetzt nicht Kinai hast, weil sonst wäre ich sauer. Weil mit Kinai ist das schon wieder ein Reset. Besser ist aber auch für dich. I guess, damit können wir jetzt erstmal spielen. Zumindest bis ich Sesokids und Seawaddle auf der nächsten Route finde und dann gleich wieder alles in die Tonne treten möchte.
Oh, Missy hat mich heute auch schon zerlegt. Ja, das habe ich auf Discord gelesen. Warum, wie auch immer, du an dem Toxic Quark gescheitert bist. Ich bin ehrlich, das Toxic Quark war bei mir tatsächlich noch nie ein Problem, aber ich glaube, ich hatte auch immer Pantymos, der den einfach weggehauen hat. Okay, das wird also Ick. Dann nennen wir den Ick. Ah, Weezy ist der auch aufgefallen, der Zoroa. Ja, dann kann Zoroa, dann ist Zoroa wohl doch nicht draußen. Der gute alte Ick, ne? Okay. Na, guck mal, das ist doch ein Premium-Encounter aus diesem Gras. We are gaming right now, Boys and Girls, we're gaming. Hat einfach plus 4 SD gedrückt und ich konnte ja überhaupt nicht spielen. Wie hast du den auf dem Plus? Ich habe den, glaube ich, auch noch nie SD drücken sehen, um ehrlich zu sein. Deshalb wundert es mich, wie der überhaupt bei dir so hoch kommen konnte. Guck mal, das sind doch erstmal ein paar Encounter, die wir gerne sehen. Ja, das ist schon wieder ein beschissenes Wesen, aber juckt. Dafür haben wir 23 Special Attack DVs, 28 der von 27 HP. Also ist das okay. Und wir haben eh nicht viel Speed, nur 3. Da kann man das mal machen. So, wir können weitermachen, Freunde. Yippie. Snaxery sagt das doch nicht. Ihr müsst doch auch mal. Ihr müsst ein paar positive Vibes auch versenden. Endlich wieder mit Noctu Speer werfen. Nice. Nee, das haben wir. Da haben wir jetzt heute. Haben wir schon einmal olympischen Traum-Weltrekord aufgestellt. Das müssen wir nicht nochmal machen. Sag einmal, war witzig. Für den Content habe ich das natürlich nur gemacht. Das war natürlich nur für den Content. Positive Vibes bis zum Bann. So sieht's aus. Da kann ich nicht schlafen legen. Ich werde Huthut ganz bestimmt nicht mit in diese Arena holen, oh, Lucerun. Weil der kriegt viel zu viel Damage auch ansonsten von dem. Ich muss auch einfach sagen, also Ick ist schon, ist ein starker Name. Der gefällt mir. Ich finde, der passt auch sehr gut zu Elekid. Oder was meint ihr? Er ist gut gewählt. Hat er Jerry ausnahmsweise gut gemacht. Problem ist nur, also wir brauchen halt jetzt auf den nächsten beiden Routen schon irgendwie nochmal was, was wir auch wirklich aktiv mitnehmen können in den Arena-Kampf. Ohne dass man sich direkt denkt, schieß die Wand ab, was ist denn das hier? Das wär noch ein kleiner Kasus Knaxus, was die Voraussetzungen angeht. Aber ansonsten kann man damit erstmal spielen. Aber wir haben halt einen Staticmon. Vielleicht können wir ja wieder Minun oder sowas ziehen. Naming-Theme-Ding, Dinge, die uns motivieren. Wenn ihr ein Naming-Theme machen wollt, können wir machen. Ich mag's das. Dinge, die uns motivieren. Weasel, Ick, Foresight, Side-Eye und Side-Chicks. Das sind unsere Dinge, die uns motivieren. Aber ja, wär ein gutes Naming-Theme. Doch, sehe ich. Finde ich jetzt per se gar nicht mal schlecht. Am meisten das Ick, ja, natürlich. Natürlich, naturellement, mes amis. Voulez-vous parler en français? On peut parler en français si tu veux. Ça va? Ça va bien? Oh. Magnifique. Bitte kein Französisch mehr. Was hatet ihr denn jetzt? Oh, Monsieur Night Shadow? On peut parler avec le. Stimme de Kirche? Avec, en français? Ach du Scheiße. Hab wieder mein Staticmon nicht vorgeholt. Ich meine, es ist jetzt nicht. Also, Cubone ist auch gut für Falkner, muss ich sagen. Dann gehen wir halt oben wieder da drauf. Ah, le baguette, le fromage, la France. C'est l'amour! So schaut's aus, Freunde. So nicht anders. Wir sind steuerfrei. Das freut uns wirklich. Erstmal auf ein paar PC geswitcht, nachdem ich heim bin und direkt eine Pizza bestellt. Ich hoffe echt, dass ich heute Abend satt werde. Heute ist so ein unspektakulärer Essenstag. Das ist richtig deprimierend. Einfach Suppe? Bisserl Reste?
die ich auch gestern schon gegessen habe. Also es sind immer noch Reste übrig. Und dann noch Brot mit Hummus. Wobei Hummusbrot ist schon geil, muss ich sagen. Da kann ich nicht mal was gegen sagen. Das ist schon geil. Ich gebe jetzt mal kurz. Ich wollte eigentlich nur dir das geben. Und dir. Das wollte ich nicht. Ach Gott. Klingt deprimierend. Bei uns gibt's Burger eben. Das ist halt das Ding. Hast du was gegen Suppe? Ja, nee, prinzipiell nicht. Ich feier Suppe, aber es ist halt deprimierend, wenn du sonst nicht groß was anderes gegessen hast bis hierhin, ne? Das ist halt so, ich weiß nicht, da gibt's glaube ich Geileres. Oh, Indisch, auch geil. Indisch haben wir jetzt auch länger nicht mehr gegessen. Wir waren auch noch nie wirklich, also wir bestellen halt meistens bei dem Inder hier, aber wir waren noch nie so richtig indisch essen. Das Gute ist, es gibt in der Wohnung, wo wir dann hinziehen, Inder direkt nebendran. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich öfter hingehen. Das Einzige, was wirklich doof ist, muss ich sagen, bei dem Umzug ist, dass dadurch, dass wir eher jetzt weiter außen dann von München sind, da nicht mehr so viele Lieferdienste sind, ne? Und das ist halt scheiße. Das finde ich schon ein bisschen scheiße. Also da müssen wir, ich hoffe, dass die dann wenigstens noch ganz gut sind. Ansonsten muss man mehr selber kochen. Wogegen ich jetzt nicht unbedingt was habe. Ich koche gerne selber, aber so ab und an mal auch was Geiles bestellen ist auch nice. Aber da muss man öfter essen gehen vielleicht. Stulle mit Brot und Gemüse, das klingt auch sehr deprimierend, bin ich ehrlich. Aber ich vermute mal, dafür gab es mittags was Geiles, ne? Ich vermute dafür, wenn es halt mittags was Geiles gab, dann ist auch so eine nice Brotzeit auch geil am Abend. So, ich habe ja nicht mal was gegen Brotzeit, aber ich sag mal, die Auswahl ist halt Butter mit Stullenspice von Just Spices oder Hummus. Und es ist noch Gurke da. Ja, ne? Damals schon um Köfte. Selber gemacht, crazy. Das hätte ich auch gerne. Ich weiß es nicht. Wegen dem Tragosse bin ich tatsächlich auch überfragt, Daniel. Das wüsste ich auch gerne, aber ich habe bisher noch nie eine Antwort bekommen. Eigentlich nicht, ich koche nicht für mich selber. Ach, deprimierend. Das ist doch deprimierend. Sag mal, muss ich auch selber gönnen und für sich selber ein bisschen was kochen, was geil ist. Mein Gott, ey, also wirklich, was ist denn mit diesem Scheiß-Funpi immer los? Dass das immer so eine gigantische Katastrophe ist, gegen den zu kämpfen. Mann! Der macht mich wirklich sauer! Box dich doch selber! Danke. Dieser dumme Arsch. Nein. Ja, keine Ahnung, wir brauchen halt nochmal Damage. Also ich hoffe, dass Winewhip den jetzt rausnimmt. Ich weiß es aber nicht. Okay. Immerhin kein Crit. Dieses Fumpy ist so ein immenser Struggle. Es ist wirklich eine Katastrophe. So, wir embern dich jetzt. Und dann müssen wir beten, dass wir dort oben noch eigentlich Dings finden. Voltilam oder Magnetilam. Im besten Fall sogar Voltilam. Bitte. Gönn mir. Voltilam! Oh. I guess wir probieren's. Aber ich weiß es nicht. Geschorenes Voltilam oder so. Hat man in den Dokumenten geguckt, in der normalen Version kann man den Knochen in der Wüste bekommen. Okay. Schauen wir mal, ob wir so weit kommen mit den Mons. Ei, ei.